Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier haben wir Epidemic. Das Spiel heißt sogar Coronavirus.exe. Okay. Das ist eine Demo. Es ist nicht synchronisiert, gar nichts, keine Untertitel, glaube ich, alles in Englisch. Und ja, ich mag vor allem diesen Sound hier. Lasst uns einfach direkt mit dem neuen Spiel starten. So, hier bin ich. Das ist mein Krankenhaus. Alter, oh Gott. So, das nehme ich. Good morning, doctor. Hello, Kate. How are you? Here's your medical chart for the day. Plenty of patients coming in with influenza. I have requested additional help to the ER. It will arrive shortly. Oh yeah? You say it's going to be a good one. I look forward to it. Have a great day. Okay. Alles klar, das... Er hält das Brett anscheinend genauso vor seinem Gesicht, weil man sieht überhaupt nicht mehr drumherum. Nice gemacht, das Spiel. Nice gemacht. Nice. Und ich bin anscheinend ein Gespenst. Ich sehe mich nicht im Spiegel. Ich will... Geh weg. Geh weg. Warum geht das Brett hier nicht weg? Was ist das? Ah, ich habe es weggekriegt. So, was habe ich hier noch in der Hand? Ich habe es gerade doch irgendwas gesehen. Eine Pistole! Piu, 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 piu. Das ist, okay, das ist meine Checklist und jetzt habe ich auch noch einen Mundschutz an, wie man eindeutig sehen kann. Nö. So, den Mantel ziehen wir auch noch an. Zack. So, ein Stethoskop brauche ich. Warum ich auch immer wieder ein Minispiel dafür machen muss, keine Ahnung. Eine Maske habe ich doch schon an. Aber ich nehme gerne nochmal eine mit. So. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott, wer hustet hier? Corona! Oh mein Gott! Schnell weg hier! Doctor, I need your help over here. Ja, du redest wie ein Computer, ich bin da. Das ist mein erster Patient. Ich brauche meine Hilfe, wenn ich mal mit einem Patient interagiert habe, muss ich durch ein paar Sequenzen durch. Na Baby, heute Abend schon was vor? Wir beide und so? Okay, ich kümmere mich um diesen Patienten, der offensichtlich tot ist. Er bewegt sich nicht, er atmet nicht. Jenny, du hast auch keine Haare mehr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Jenny, ist alles in Ordnung? Jenny? Jenny! Okay. Good morning, I am your doctor. Ich bin ein Doktor, I am genau. Here to help you. Ja, natürlich. Okay, das war gar nicht mal schlecht hier, das war sogar richtig. Ja, wo ist jetzt der Blutdruck? Blutdruck von wegen. Temperatur, egal, wir machen jetzt erstmal einen Blutdruck. I will need your cooperation. Ja, ich kooperiere. Ah. Okay, das haben wir mal dran. We are monitoring your vitals while the blood test results await. B muss ich drücken. B. Zack. Press B. Ich drück B. Passiert nichts. Es geht nicht. Eine Stunde später. Ich kann sie stoppen. B. Es geht aber nicht. Zwei Stunden später. B. Ja gut, was mache ich jetzt? Das war es offensichtlich. Okay, ich schließe das Spiel einmal. Wow, nice game, Amena. Okay, starten wir mal ein neues Spiel. So. Oh Gott. Hallo. So, hallo Jenny. Du siehst immer noch tot aus, auch wenn ich dich jetzt schon zum zweiten Mal sehe. I am your doctor. I am here to help you. Genau. So, Temperaturcheck. Boom. 107. Oh mein Gott, sie ist tot. I will need your cooperation. Blutdruck. So, Bluttest. Jetzt nochmal. Also, wir machen jetzt alles nochmal genauso wie gerade eben. Wir müssen B drücken. So, bitte funktioniert jetzt. We are monitoring your vitals while the blood test results yes. Await.
Okay, die ist erstmal abgestöpselt, angestöpselt und hat auch ein Pflaster auf der Hose. Wichtig, wichtig. So, Schwester, ich geh da mal. Was macht der denn da? Ey, Meister, musst du nicht arbeiten oder so? Du guckst... Er guckt einfach so an die Wand und tippt irgendwas in seinen Computer ein, so einfach so wie so ein Zombie. Muss tippen, auch wenn nichts passiert. Muss tippen. Nice, er guckt gar nicht auf seinen Bildschirm. Oh no! Oh no! Ich bin tot! Jenny ist tot. Ja gut, Schwester, und jetzt? Ja, blöd. Egal. Ach, da haben wir noch jemand. Diagnose. I'm here to help you. I will need your cooperation. We are monitoring your vitals while the blood test results await. I will be back shortly. Okay, tschüss. Samuel, was ist mit dir los? Good morning. I am your doctor. Good morning. I am your doctor. I need your help over here. Oh no, was hier passiert? I am here to help you. Please try to remain calm. We are monitoring your vitals while the blood test results await. Hä? Ich musste die jetzt einfach alle nur anklicken, ohne denen die Sachen dran zu kleben. Doctor, I need your help over here. Warum soll ich die Atmung am Bein checken? Oh, ich muss move to ICU. Nurse, please, let's move the patient to the ICU, thank you. Was sind da draußen los? Meine Fresse! Da, Tür zu. Nein, nicht auf, zu. Au. Nicht... Oh Gott, drauf geschissen. I am here to help you. Please try to remain calm. Doctor, da. I need your help over here. So, du, dir wirst bald wieder gesund werden. Tschüss. Noch jemand? Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Atmung, Bluttest. We are monitoring your vitals while the blood test results await. Oh, da hinten ist noch jemand. Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Please try to remain calm. Alter, wie viele hat's denn hier noch? Wer bist du? Oh, keine Ahnung. Aber die Musik macht mir, gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich ein wahrer Held bin. So. Help Dennis. What? I am here to help you. Ich bin Dennis. Please try to remain calm. Oh Gott, immer dieser Wechsel. There is nothing more we can do. Let's get him on the ventilator. Defibrillator. Action. Hallo? Wenn der lebt der jetzt oder nicht, weil der hat einen Defibrillator an sich, aber das Ding geht hier dahin gar nicht. Management, ER physician here. The situation is getting out of control. I need more doctors. Oh ja. Alles, was ist mit dem? Was ist mit dem los? Der kam jetzt hier raus, hat ein bisschen genickt und dann soll er sich jetzt Doctor, wieder so hin. I need your help over here. Oh, er braucht meine Hilfe. Oh, ja. Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Oh, die ist auch schon tot, da war auch schon Defibrillator. Jetzt gibt da Strom drauf. Mach du das. Tschüss. Good morning. I am your doctor. I'm your doctor. Good morning. Bla 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 bla. Halt dein Maul! Doctor, I need your help over here. Ja. Alter! Euer Ernst? Ja, die steht hier jetzt ein bisschen im Weg. Da kommen schon die Nächsten! I need your help over here. Ist wirklich zu blöd, Alter.
Wie, I need your help? Ich komm doch da gar nicht dran. Und das ist ein Zombie. Das sind alles Tote. What? Intercom, Alter. Management ER Physician here. I am not well. I can no longer hold critical care responsibility. Ich kann nicht mehr. Oh my god, the doctor needs our help. Ja. Hold on, doctor. You don't look so well. Let me take a look at you. So, Jesus Christ. Das ist das Spiel. Über dieses Spiel. Die Welt bleibt zu Hause, während du Leben rettest. Wow, was für eine krasse, so sieht das Spiel nie aus, irgendwie. Warum hat sie hier die ganze Zeit Quicktime-Events und warum ist diese Jenny hier auch schon halb tot oder eigentlich voll tot? Benutze verschiedene Tools und viele mehr. Mache Leben und Todesentscheidungen. Entscheide, wer lebt und stirbt. A critical life and death decision. Wow. Entwickler beschreibt die Inhalte wie folgt. You will be able to choose to save lives and let others die. Wow. Noch nie habe ich so einen Dreck gespielt. Tschüss.